Alles steht Kopf 2, kommt im Juni in die Kinos und wir als Fans sind gespannt auf die neuen Emotionen. Der nächste Film verspricht viele neue Dinge, denn Riley wird erwachsen und weitere Emotionen treten dem Team bei. In diesem Video werden wir über die Dinge sprechen, die im nächsten Film Alles steht Kopf 2 so passieren könnten. Wenn ihr bereit seid, dann legen wir direkt los. Bevor wir mit den Theorien beginnen, wissen wir jetzt endlich, wie diese neuen Emotionen aussehen werden. Vor bestimmten Filmen im Kino wurden Teaser der Silhouetten der neuen Emotionen gezeigt. Dank des Trailers, den Pixar veröffentlicht hat, konnten wir Zweifel bereits sehen. Bei anderen Emotionen war es das erste Mal, dass wir offiziell eine Ahnung davon hatten, wie sie aussehen werden. Und anscheinend haben einige Merchandise-Artikel im Internet endlich die Designs dieser Figuren enthüllt. Das einzig Negative daran ist, dass es in 2D ist. Die erste Emotion, die wir vollständig sehen können, ist Neid. Mir persönlich hat ihr Design sehr gut gefallen. Sie sieht so süß aus, sie hat kurze blaue Haare mit zwei rosa Spangen. Ihre Augen sind grün und ihre Haut ist ebenfalls blau. Sie trägt ein rosa Kleid mit gelben Punkten und lila Socken. Der nächste ist Charme. Nun, er sieht sehr groß aus. Seine Haut ist rosa und er hat eine riesige rote Knopfnase. Man sieht, dass er ein rosa Sweatshirt, eine lila Hose und rote Schuhe trägt. Wie man an seinem Namen deutlich sieht und weiß, sieht er sehr verlegen aus. Und der letzte ist Unlust. Unlust sieht sehr schläfrig und gelangweilt aus. Er hat lange blaue Haare, einen dünnen Körper, ein Outfit, das wie ein Pyjama aussieht und lange Füße. Eigentlich gibt es nichts Besonderes an ihm. Er ist im Grunde eine Kreatur, die für Unlust steht. Okay Leute, nachdem wir das Design der neuen Emotionen gesehen haben, können wir jetzt in die Theorien darüber eintauchen, was im nächsten Film so passieren könnte. Und da hätten wir zum einen Rileys ersten Freund. Im nächsten Film nimmt ihre Reise eine neue Wendung, da sie ihre Pubertät erlebt, die mehr Emotionen beinhaltet. Während sie dieses neue Kapitel in ihrem Leben meistert, spielen ihre Gefühle eine wichtige Rolle für ihre Stimmung, von Aufregung und Glück bis hin zu Unsicherheit und sogar Scham. Freude, die Optimistin, ist begeistert von der Aussicht, dass Riley die Liebe findet. Sie sieht es als ein wunderbares neues Abenteuer voller Glück und Freude. Kummer hingegen ist besorgt über die Gefahr von Herzschmerz und Enttäuschung. Sie fühlt einen Stich des Kummers bei dem Gedanken, dass Riley Schmerzen erleiden könnte. Angst ist besorgt über die Ungewissenheit, die eine Beziehung mit sich bringt. Er macht sich Sorgen, dass Riley verletzt werden oder Fehler machen könnte. Ekel, die immer darauf bedacht ist, Riley vor Schaden zu bewahren, ist dem neuen Freund gegenüber skeptisch und urteilt schnell über seine Absichten und seinen Charakter. Je weiter Rileys Beziehung fortschreitet, desto komplexer können ihre Gefühle werden. Sie kann Momente purer Glückseligkeit und Aufregung erleben, wenn sie Zeit mit ihrem Freund verbringt, aber auch Momente der Unsicherheit. Unlust, Angst, Verlegenheit und Neid machen sich ebenfalls bemerkbar und bringen mehr Spaß in den Film und Komplexität in Rileys emotionale Entwicklung. Als es an der Zeit ist, dass Rileys Freund ihre Familie kennenlernt, wirbelt eine Mischung von Gefühlen in ihr auf. Die Freude ist groß, wenn ihre Familie sieht, wie glücklich sie mit ihrer neuen Liebe ist. Kummer macht sich Sorgen über mögliche Konflikte oder Unannehmlichkeiten während des Treffens. Angst macht sich Sorgen vor einer möglichen Verurteilung oder Missbilligung durch ihre Eltern. Ekel ist besorgt darüber, wie ihre Familie ihren Freund wahrnehmen wird, während Wut bereit ist, Riley und ihre Entscheidungen zu verteidigen, wenn es nötig ist. Und wir werden sehen, wie andere Emotionen auf die neue Beziehung von Riley einwirken werden. Dann hätten wir da noch Rileys erste Akne. Rileys erste Akne-Erfahrung wäre wahrscheinlich ein schreckliches Ereignis in ihrem Leben, da es sowohl körperliche Veränderungen als auch mögliche soziale Auswirkungen mit sich bringt, die eine Reihe von Emotionen in ihr auslösen könnten. In dieser Zeit könnte sie sogar ihr Selbstvertrauen verlieren, da sie ja noch neu in der Stadt San Francisco ist. Als die Emotion, die für den Schutz von Riley vor körperlichem und sozialem Schaden verantwortlich ist, würde Ekel wahrscheinlich die Führung bei der Reaktion auf das Auftreten von Akne übernehmen. Ekel könnte zunächst stark reagieren und Riley dazu drängen, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um das Problem anzugehen und mögliche negative Wahrnehmungen von anderen zu vermeiden. In Anbetracht des sozialen Charakters von Akne und der Möglichkeit, sich zu schämen, würde Scham als neu eingeführte Emotion bei diesem Ereignis wahrscheinlich stark involviert werden. Scham könnte Rileys Selbstbewusstsein mindern und dazu führen, dass sie versucht, die Akne zu verstecken oder herunterzuspielen, was ihre emotionale Reaktion weiter verkompliziert. Obwohl sie nicht direkt mit der körperlichen Erfahrung von Akne verbunden ist, kann Neid Rileys Reaktion beeinflussen. Sie kann Riley dazu veranlassen, sich mit anderen, die eine reine Haut zu haben scheinen, in ungünstiger Weise zu vergleichen. Als nächstes hätten wir da schwierigere Schulherausforderungen.
Wenn Riley älter wird, werden ihre akademischen Herausforderungen natürlich anspruchsvoller, was zu härteren Unterricht und möglicherweise stressigeren Prüfungen führt. Diese Erfahrungen können eine Reihe von Emotionen auslösen, die man kurz gesagt als akademischen Druck bezeichnet. Je weiter Riley in der Schule fortschreitet, desto schwieriger wird der Unterricht und dessen Kursarbeiten sein. Vor allem in Fächern, die sie als schwierig empfindet oder zu denen sie von Natur aus weniger geneigt ist. Bei Rileys Reaktion auf herausfordernden Unterricht würde wahrscheinlich die Angst eine dominante Rolle spielen, denn sie ist die Emotion, die sie vor potenziellen Bedrohungen oder Herausforderungen schützt und wachsam hält. Zweifel kann sich mit Angst verbinden, was das Szenario noch schlimmer machen würde. Kummer kann auch aufkommen, wenn Riley Schwierigkeiten hat, schwierige Konzepte zu begreifen oder in ihrer Schule zurückfällt. Gefühle der Frustration oder Enttäuschung können aufkommen, vor allem wenn Riley der Meinung ist, dass sie die Erwartungen ihrer Familie nicht erfüllen kann. Des Weiteren können Langeweile, Unlust und Desinteresse einhergehen, was in der Tat dazu beitragen kann, dass sie Schwierigkeiten hat, mit der Schule Schritt zu halten und möglicherweise zu Misserfolgen bei Prüfungen führt. Es kann sogar der Grund dafür sein, dass sie anfangs die Prüfungen nicht besteht und mit der Schule nicht Schritt halten kann. Und zu guter Letzt hätten wir da noch die neuen Emotionen, die auf die bisherigen treffen. Wenn die neuen Emotionen auf die aktuellen Emotionen in Rileys Kopf treffen, wird es wahrscheinlich eine Mischung aus Neugierde und potenziellen Konflikten geben, da die aktuellen Emotionen das Auftauchen der neuen Emotionen aus heiterem Himmel erfahren. Angst, als der etablierte Hüter von Rileys Sicherheit, könnte sich bedroht fühlen oder sich verteidigen, wenn er die neuen Emotionen zum ersten Mal begegnet. Angst könnte sie als Übergriff auf sein Territorium betrachten und versuchen, seine Dominanz zu behaupten. Mit der Zeit erkennt Angst jedoch seine Rolle, insbesondere die der Zweifel, um Riley auf potenzielle Bedrohungen vorzubereiten, was zu einer kooperativen Beziehung führt. Meiner persönlichen Meinung nach werden diese beiden, also Angst und Zweifel, jedoch ein sehr, sehr katastrophales Duo sein. Dann hätten wir da noch Ekel mit ihrem Fokus auf sozialer Akzeptanz und der Vermeidung von Scham, welche anfangs mit Scham kollidieren könnte, welche die Gefühle von Scham und Selbstbewusstsein verkörpert. Ekel versucht vielleicht, sich von Scham zu distanzieren oder die Bedeutung seiner Existenz herunterzuspielen. Es wäre wirklich lustig, wenn wir all dies im nächsten Film sehen könnten. Also drückt die Daumen, dass unsere Theorien wahr werden. Okay Leute, das war mein Video zu Alles steht Kopf 2 für heute. Was sind eure Gedanken und Erwartungen für den nächsten Film? Lasst es mich wie immer gerne in den Kommentaren wissen. Abonniert gerne unseren Kanal und gebt dem Video einen Like, darüber würden wir uns wirklich sehr freuen. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao! A new emotion! Wow! Oh, I'm sorry! We wanted to make such a good first impression! What do you mean, we?